Heidi ho, Freunde des gepflegten Zockens, heute mal zu einem neuen Ankündigungsvideo, nämlich dem sogenannten, wie ich es getauft habe, Projekt B Revamp. Ja, was ist der Hintergrund von diesem Projekt B Revamp? Ja, ganz einfach. Auf meinem Kanal gibt es Projekt A und Projekt B. Projekt A als Hauptprojekt kommt viermal die Woche. Projekt B, mein Nebenprojekt, das kommt dreimal die Woche. Der Abwechslungshalber, würde ich sagen. Wie ich das damals mir so überlegt, ja. Und wir saßen jetzt letztens zusammen, also in Skype, also Rapper Supper, Ultimo Giz und ich, und wir haben uns da so überlegt, okay, mein Projekt B sollte vielleicht etwas flexibler sein und so. Und ja, deswegen wollen wir jetzt das Projekt B etwas umgestalten. Das war ja vorher immer ein festgestelltes Projekt und bis ich keinen Bock mehr hatte oder es fertig war, ging das. Und jetzt wollen wir es so machen, ich lade einfach hoch, was ich habe und worauf wir zu zocken Bock haben. Das ist begründen wir damit, weil wir ja zuerst das Let's Play Nostale hatten. Und mein Partner bei diesem Let's Play, der hat halt zurzeit keinen Bock wirklich auf Nostale. Und das ist ein Problem, weil da habe ich nichts zum Aufnehmen. Und das soll ja auch Spaß machen zu zocken und nicht einfach nur, ey, du musst jetzt mit mir hier Nostale zocken. Ich brauche was zum Aufnehmen. Und deswegen nehmen wir einfach auf, worauf wir Bock haben. Und ja, das werden wahrscheinlich immer noch meistens MMOs sein. Oder halt als Füllerprojekt habe ich da zum Beispiel jetzt auch schon was angefangen. Nämlich zum Beispiel Fallout 3 habe ich angefangen. Wird demnächst kommen. Dann natürlich das Nostale Let's Play wird irgendwann mal weitergehen. Wenn der gute Ultimo Giz da wieder Bock drauf hat. Und was wir jetzt noch geplant haben zu dritt, also mit mir, Rapper Supper und Ultimo Giz oder The Doom, wie man ihn auch nennt in einigen Gefilden. Wir wollen Esper zocken. Ja, es ist auch ein MMO. Es werden auch, wie gesagt, größtenteils MMOs bleiben. Und halt Fallout 3. Worauf ich halt jetzt ziemlich Bock habe und was ich halt nicht als Projekt A machen will, weil es halt ziemlich viel Zeit kostet. Und bei Projekt A will ich euch ja viele Spiele